Ja, ich bin hier in Rostock und es wird sportlich, denn die Mädels sind da von Mrs. Sporty aus der KTV hier in Rostock. Und da haben wir die Conny, die Julia und die Ellie. Die Ellie. Und wir machen jetzt was ganz Sportliches. Was habt ihr euch ausgedacht? Wir wollen heute mit dir aufs Balancebrett gehen dir ein, zwei Übungen zeigen und mal schauen, wie es mit deiner Balance aussieht. Ja, also hier von hierher ist die Balance ganz gut. Mal schauen, was jetzt hier. Genau, du kommst zu mir und Ellie geht dorthin, genau. Und dann geht's los. Wir gehen einmal mit rechts auf die Streifen rauf. Das ist links, lieber Wetterwind. Oh ja. Jawohl. Rechts, links, bitte, ja. Das ist einmal bitte rechts rauf, links nachziehen und auch rauf. Schön mittig stehen, die Knie leicht gebeugt halten, die Füße gerade hinstellen. Mein Gott, hast du große Füße? Die Knie leicht beugen. Da ist das Brett zu klein, ne? Jetzt ist es wichtig, dass wir schön aufrecht stehen erstmal. Genau, geht mal ein bisschen höher, genau, dass ihr erstmal so ein bisschen Gefühl bekommt, ne, fürs Balanceboard, dann könnt ihr die Knie leicht beugen. Hände mal in die Taille legen, genau, Brust raus, Bauch rein und einfach mal die Mitte halten. Ich habe ja keinen Bauch. Du hast ja keinen Bauch? Nein. Du hast einen Waschbrettbauch wahrscheinlich, ja. Ne? Schade, wir mögen Waschbärbauch. Ja, aber der Bär ist gerade unterwegs, so. Ne? So, und jetzt? Genau, einfach mal die Balance halten. Jetzt kann man zusätzlich, wenn man sicher steht, bestimmte Bewegungen machen. Und zwar mit den Fußspitzen einfach mal nach vorne. Dann klappt es vorne. Und man kann mit den Fersen nach hinten runterdrücken. Genauso hat man ein bisschen Beweglichkeit im Fußgelenk. Und ja, dazu ist es immer ganz gut, wenn man zum Beispiel Winterurlaub fährt, kann man sich schön die In- und Außenbänder des Kniegelenks, Fußgelenks stärken, stabilisieren. Sicher auf jeden Fall auf der Piste. Und was trainiert das denn jetzt, wenn ich hier bin? Also Oberschenkel, die Wadenmuskulatur hast du, wenn wir schön tief stehen. Ne? Es kommt drauf an, was für Bewegungen du noch machen möchtest, wenn du die Kniebeuge vor und zurück, genau. Ja. Nee, da haben wir über Fußgelenk, also teilweise ist es wichtig, die Balance zu trainieren dadurch. Aber wenn die jetzt hier stehen, könnte ich dann hier, vielleicht habe ich mehr davon, wenn ich hier stehe. Kannst du auch da stehen. Ja, weil genau. Dann, Julia, machen wir auch so. Da steht, und dann auch so. Genau, so. Und dann Arme vor, Popo raus. So, genau. Hat man ja die beste Aussicht jetzt hier, ja? Und deswegen ist der Sport hier. Und ich mache auch noch mit, wenn das super. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, das probieren wir dann mal aus. Und für alle, die rund um Rostock wohnen, wo findet man euch genau in der KTV? Ja, in der Doberaner Straße 116. Genau, okay. Da kann man dann einfach mal ein Personal Training, Gutschein sich holen und einfach mal sich beraten lassen. Je nachdem, was für Ziele man hat. Ne? Und jeder Trainer, der ist da und ist dann recht herzlich. Alles klar, dann sportfrei. Jawohl.